meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Mittwoch, dem 5. März 2014. Das aktuelle Marktbild ist nun wirklich nichts für schwache Nerven. Der Montag war ja sehr schwach ausgefallen für den deutschen Aktienmarkt, der Dienstag hingegen sehr stark. Gestern waren alle DAX-Werte per Handelsende auf der Gewinnerseite. Spitzenreiter war die Commerzbank mit etwa 4,9% Anstieg. Noch am Montag war es die schwächste Aktie im DAX, gestern dann eben die stärkste Aktie. So schnell geht das hin und her und das deutet schon an, wie hochvolatil die Commerzbank-Aktie speziell ist. Aber auch der generelle Markt ist im Moment sehr schwankungsfreudig. Der DAX als Index schaffte gestern jedenfalls plus 2,46%. Wenn man jetzt so auf die ganz kurzfristige Tendenz schaut, könnte man meinen, dass der DAX schon sehr weit gelaufen ist oder auch sehr stark gefallen ist gegenüber dem Jahreswechsel, aber das ist nicht der Fall. Denn der DAX liegt ungefähr da, also ziemlich genau sogar da, wo man sich aus dem Börsenjahr 2013 verabschiedet hat. Also, wenn man das etwas geglättet sieht, dann ist eigentlich gar nicht so viel passiert an dem deutschen Aktienmarkt per Saldo. Der wichtigste Impulsgeber gestern war natürlich die Entwicklungen in der Ukraine bzw. in Bezug auf Wladimir Putin und Russland generell. Das ist im Moment ja ein wichtiges psychologisches Thema. Auch bitte beachten Sie zu dem Thema auch den kommenden Frankfurter Börsenbrief. Die Wall Street war insgesamt recht cool mit dem Sachrahmen umgegangen. Schon am Montag war der Verlust dann nicht so stark. Gestern wurde recht gut draufgesattelt. Der Dow Jones Industrial Average konnte zulegen, sogar um 1,4%. Alle Einzelwerte innerhalb dieses Index waren auf der Gewinnerseite bei Handelsende. Kommen wir gleich zu einigen Unternehmensschlaglichtern. Fangen wir mal im DAX an mit Adidas nämlich. Es gab Zahlen für 2013. Man hatte mit Währungsgegenwind zu kämpfen und damit steht Adidas nun ja beileibe nicht alleine da. Währungsbereinigt ist man um 3% beim Umsatz vorangekommen, wie man es meldet. Ohne Währungsbereinigung ist ein Minus von 3% herausgekommen auf knapp unter 14,5 Milliarden Euro. Im Chart sieht man schon, dass die Aktie im Moment nicht so richtig punkten kann. Meines Erachtens muss man auch hier nicht unbedingt investiert sein auf ganz kurze Sicht. GFT Technologies, hier kamen sehr gute Zahlen, vorläufige Zahlen waren es für das vergangene Jahr. Wir werden im kommenden Frankfurter Börsenbrief noch etwas darauf eingehen. Wir hatten die Aktie ja schon früher auch empfohlen. Der Empfehlungskurs war 5,51 Euro. Heute lag der Kurs schon bei etwa 7,70 Euro, also grob 40% höher als der Empfehlungskurs. Die Aktie heute recht freundlich. Wie gesagt, bitte beachten Sie den kommenden Frankfurter Börsenbrief. Bleiben wir im Spezialitätenbereich, schauen auf zwei Beteiligungsgesellschaften, eine kleinere und eine etwas größere. MBB Industries, die kleinere, fangen wir damit mal an. Auch hier gab es vorläufige Zahlen. Der Konzernumsatz konnte um 11,4% hochgefahren werden auf 228,2 Millionen Euro. Beim Konzernergebnis konnte man zumindest die Stellung halten bzw. leicht ausbauen auf 13,5 Millionen Euro. Vorher waren es 13,4 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie auch ähnlich wie das Konzernergebnis eben nur minimal verändert gegenüber dem Vorjahreswert mit 2,09 Euro je Aktie. Aber das Eigenkapital konnte deutlich ausgeweitet werden und die Liquidität ebenfalls. Und das sind ja sozusagen die Pfeile oder wichtige Zutaten bei einer Beteiligungsgesellschaft für künftiges Wachstum. Und MBB Industries verfolgt ja grundsätzlich einen langfristigen Fokus. Kommen wir zur nächsten Beteiligungsgesellschaft, deutlich größer im Umsatz, Aurelius, auch hier vorläufige Zahlen für 2013. Der Gesamtkonzernumsatz konnte auch im zweistelligen Bereich ausgebaut werden, in diesem Fall waren es etwa 11%, die es raufging auf 1525,2 Millionen Euro. Beim EBITDA landete man bei 85,5 Millionen Euro, was sich vergleicht mit einem Vorjahreslevel von 163,7 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote leicht gesunken auf 29%, die liquiden Mittel auch nochmal etwas rückläufig auf 223,9 Millionen Euro. Aber auch das ist natürlich immer noch reichlich Manövriermasse, gerade die Liquiditätsdecke, um hier eben auch weiterhin auf der Kaufseite aktiv zu sein. Für 2014 lässt man eine rege Transaktionstätigkeit erwarten. Die Pipeline für Käufe und Verkäufe soll sehr gut gefüllt sein. Derzeit steht Aurelius ja für 17 Tochtergesellschaften. Die Aktie hängt aber im Moment ein wenig fest. Aber man kann sie weiterhin im Fokus behalten. Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, dann könnte zumindest aus charttechnischer Sicht erst einmal wieder ein Impuls nach oben drin sein.
Kommen wir zum Terminkalender. Informationen von Börse Go. Eine Reihe von Informationen hat es heute schon gegeben, nämlich verschiedene Dienstleistungsindizes oder Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor, beispielsweise für Spanien, für Italien, für Frankreich, Deutschland, auch für die Eurozone. Außerdem für die Eurozone auch der Composite-Index, Einkaufsmanager-Index. Ferner war für heute angesetzt die Informationen über die Wirtschaftsentwicklung und die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal in der Eurozone. Und am Nachmittag sind einige Meldungen angesetzt für die USA, beispielsweise die ADP-Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaftsbranche. Ferner auch hier der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor, zum einen von Market und zum anderen von ISM. Ja, und am Abend unserer Zeit, dann steht zur Veröffentlichung an das Beige Book, der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank. Und damit sind wir auch abschließend schon bei der Strategie. Lassen Sie sich bitte nicht von der Fieberkurve des Marktes in diesen Tagen anstecken. Wer dem Markt in seiner großen Schwankungsfreude derzeit hinterherläuft, läuft Gefahr, genau zum falschen Zeitpunkt auf der falschen Seite zu stehen, also gerade dann zu verkaufen, wenn die Angst um sich greift und entsprechend die Kurse schwach sind, oder andererseits, dass man eben wieder sich genötigt fühlt, auf der Kaufseite aktiv zu sein, da wo aber die Stimmung schon wieder besser ist und die Kurse sich schon wieder erholt haben. Also meines Erachtens sollten Sie im Moment keine allzu große Hektik walten lassen und auf jeden Fall nicht bei so extremen Stimmungsausschlägen prozyklisch mit dem Markt mitmachen, sondern einfach mal ruhig zuschauen, den Markt zu seiner Ruhe finden lassen und entsprechend auch im Depot erstmal einen ruhigen Kurs fahren. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thyssen.